So, Verhörraum 2. Da müssen wir jetzt hin zu Verhörraum 2. Das ist Interview Room 1. Und das hier ist kein Interview Room. No guns allowed inside of this door. Also keine Knarren erlaubt da drinne in diesem Zimmer. Wo war denn nochmal der Interview Room 2? Der war doch hier irgendwo. Ach, hier war der doch. Da ist er doch. Interviewraum 2. Und da wartet doch schon ein Cop vor der Tür. James Belasco? I want a lawyer. It's my car and I got the proof right here. Take a look for yourself. Vielleicht ist der dieser Fälscher. 1947, kalifornischer Fahrzeugbrief. Name Belasco, Adresse, bla, registrierter Eigentümer, James Belasco, Modell Chevrolet, Limousine, Vierzylinder, zweitürig, Baujahr 1947. The paper is real enough, Belasco, but the car isn't yours. This pink slip is a forgery. Und von wem kommen nur diese Fälschungen der Fahrzeugbriefe? James Belasco. Augenblau, Alter 25 Jahre, Haare braun, männlich, beim Fahren von gestohlenem Fahrzeug verhaftet. Kurier für gestohlene Autos. Where were you taking the car, James? Blow it off, Greenhorn, you'll get nothing from me. Dann zweifle ich das einfach mal an. You're a two-time loser. If you don't give me something, I'm gonna ask the DA for the maximum. You're looking at 10 years, Belasco. Kiss your youth goodbye. I want a deal. Keep talking and we'll see what sort of deal you're worth. My job is to drive the cars out of state. Nevada, Arizona, sometimes New Mexico. With the paperwork they provide, it's normally a breeze. Okay. Also er gesteht, dass er damit drin hängt, der gute James. Verbindung zu Archer. Gene Archer. Vielleicht ist das ja das Oberhaupt dieser ganzen Geschäfte. Does the name Gene Archer mean anything to you? Nope. Never heard of her. Na, das glaube ich kaum. Und diesmal will ich ihn mal der Lüge bezichtigen. Denn wir haben doch, wenn ich mich nicht irre, haben wir nicht diesen Fahrzeugbrief gefunden? Archers Fahrzeugbrief, da ist er doch, gültig ausgestellt auf Gene Archer. 146 North Fremont Avenue. Deswegen Lüge. You're a liar, James. Say that again. I'm telling the truth. I don't know the broad. James, 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 du kannst dich hier nicht mit Cole Phelps anlegen. Ich hoffe, das ist jetzt natürlich richtig, aber... Der hat den dann ja auch in der Hand gehabt, wenn er der Kurier ist. Und er kennt diese gefälschten Fahrzeugbriefe und alles. Das muss er wissen. So that's why you both have the same address printed on your pink slips. She's a mule for these stolen vehicles, genius. Same as you. Jesus. All right, I know her. Stupidest broad I ever met. Always cooking up crazy schemes. I don't know why those guys use her. You happy now? Autodiebstahlgeschäft. What happens to the cars once they cross over the state lines? I don't know. I just deliver them. Er guckt recht geradeaus, aber guckt doch so ein bisschen nach unten. Also, sagt er die Wahrheit, dieser gute Mann, oder sagt er sie nicht? Ich zweifle's an. Ich glaube, ich zweifle's an. Ich bin mir gerade sehr unsicher, liebe Spürnasen da draußen, aber ich denke, ich zweifle's an. Give me something, Belasco. I'll take you back to the cells and tell the whole station you're a child molester. How long do you think you'll last? Okay, okay. I hear you. The cars get sold in Chicago or back east. Sometimes I bring back cars coming the other way. Gestohlene Autos im Lagerhaus. Jetzt wird er aber gesprächig, der James Belasco. Where do you pick up the cars, Belasco? Warehouses. Mainly in the east downtown. Habe ich dafür einen Beweis? Ja, warum sollte er lügen? Vielleicht sagt er mal die Wahrheit, aber er guckt so wieder so nach unten die ganze Zeit und das ist doch eher für eine Lüge. Ein Zeichen. Das Zeichen der Lüge. Ich zweifle es an. An address, Belasco. You want my help with the DA? Cough it up.
Now. A place on Industrial Street. I don't know the number. You're gonna help me out, right? Keep talking, kid. We'll see what we can do. All right, James. We're gonna check if this information is worth anything. And if it is, I need your help here, pal. If it is, then we'll know you're a man of your word. And so will the DA. You're Phelps, right? Yes, I am. Look, can we do this later? I'm in the middle of it. Ray Pinker. I'm with Technical Services. The pink slips are all real. Yes, we know that. There's only one company that prints them in California, the Marquee Printing Company. They've confirmed that the numbers are legitimate. You've checked them out? Sure. They're on Aliso Street near the corner of San Pedro. The guy I spoke to was Lightfall, Gordon Lightfall. Here, I wrote it down. Thanks, Ray. This is a great lead. We'll get down there as soon as we can. Gordon Lightwell, Eigentümer Marquee Druckerei. Neuer Hinweis, Fahrzeugscheine. Interessant, liebe Freunde, interessant. Phelps, your GTA suspect Gene Archer, spotted by a patrolman. Western Union Office, 253 South Hill. Less than a minute away down the street if you run. Go! She won't hang around. Okay, da haben sie Gene Archer also gefunden. Und ab in die Möhre, komm. Auf in unseren Polizeiwagen. Obwohl, nee, vielleicht nehmen wir uns besser den anderen. Naja, komm. Wahrscheinlich wäre das uns über Funk vielleicht sogar schon übermittelt worden. We don't want to lose her. Ja, ich bin ja extra ins Auto gestiegen, damit wir ein bisschen schneller sind, Mensch. So, und da müsste die jetzt da vorne sein. Gene Archer, mach Platz hier. Sorry, aber ich habe hier eine Mission. Was ist denn? Western Union Filiale, 4.30 Uhr. Aha, will wohl den Check einlösen. LAPD. We'll take it from here. God damn it. Everyone's against me. Look, just let me get my money and get out of here, okay? You look sweet. How about giving a girl a break? That could be very nice. I'm afraid I can't do that, Miss Archer. Stefan, call for black and white. Just my luck to get the only hair sure cop in the LAPD. Gene Archer, da haben wir sie endlich gefunden. Augenblau, Alter 25, Haare braun, weiblich. Soll gestohlenes Fahrzeug an Coombs verkauft haben. Gestohlener Kaiser Fraser. The car you sold to Coombs was stolen, Miss Archer. There won't be any money. I handed over all the right paperwork when I sold it, Buster. Na, das zweifle ich aber mal an. Gene, you've blown open the whole operation because you were dumb enough to try to sell one of the cars. What do you think they're going to do to you? Give me something. I was just doing what they do. They pay me 50 bucks to drive the car. I made $2,000 selling it. You made zero. And if they catch you, you're dead. Is that all your life's worth? Look, a girl needs things. I don't see you looking out for me. Verbindung zu Belasco. How long have you and Belasco been delivering cars? Who is James Belasco? Na komm. Haben wir da nicht einen Beweis für das? Der muss die doch kennen, der hat es auch zugegeben. Gestohlenes Fahrzeug, Beleg, Harrisons Fahrzeugbrief. Archers Quittung, Quizcheck, falsche Adresse, Kurier des gestohlenen Autos. Das ist er auf jeden Fall, der James Belasco. Aber ob das jetzt so belastend ist, Belascos Fahrzeugbrief vielleicht. Gültig ausgestellt auf James Belasco. Ja, komm. Damit haben wir ja auch den Belasco überführt. So. Nimm das, du Schurkin. Ach so, ich muss jetzt sie der Lüge bezichtigen. Das habe ich ja beinahe vergessen. Mine. James Belasco. I don't remember mentioning his first name, Miss Archer. Oh, I... Well, I think you did, didn't you? Well, I'm sure of it. Anyway, I don't know him. Oh, das ist mir gar nicht aufgefallen, aber da hat der gute Cole Phelps ja richtig gefuchst agiert. So. Aber auf jeden Fall nehmen wir hier mal Belascos Fahrzeugbrief. You aren't sharp enough to lie to me, Gene.
You and James Belasco share the same address on your pink slips. We have him in a cell. Okay, so I know the creep. The pink slips are real. The home addresses are always vacant lots. Bigelow is always boasting that the paperwork is legit and that if we stick to our stories... And don't try and sell the car? Yeah, that too. Wer ist Bigelow? Kurier für gestohlene Autos. Tell me where you picked up the car, Miss Archer. Look, I can't remember. Let me go, will you? Please. What have I got to do? Wir können sie nicht einfach so gehen lassen. Das ist leider nicht möglich. Aber ich weiß auch nicht, was wir mit der machen sollen. Wir zweifeln es einfach mal an, vielleicht nochmal. Komm. Trying my patience here, Gene. I'll have the reporters down here and have your picture in all the papers. You'll have nowhere to run. All right already. I get the message. I pick up the cars from a guy named Bigelow. 58 Industrial Street. Big warehouse, full of goons. Now you've got what you want. Can I go? Please? No, you sure can. We've got a car waiting outside for you. Some career advice, Gene. Get out of crime. Marry someone boring who has money and will find you captivating. Is this guy for real? He takes a little getting used to, but yeah, he generally means what he says. Jean Archer, nicht gerade die klügste, und den ganzen auf dem Leim gegangen. Und Bigelow, der scheint da die Fäden zu spinnen. Und wir haben eine neue Adresse bekommen, da wollen wir am besten mal direkt per Telefon nachhorchen, was denn da ist an dieser Adresse. Ich glaube, das wäre nicht verkehrt. So, das Exklusivtelefon hier für die Polizei. Können wir das nicht nutzen? Wir haben eine Trophäe verdient, sehe ich gerade. Femme imbecile oder was weiß ich, habe ich jetzt nicht lesen können komplett. Das Telefon können wir nicht benutzen. Na gut, vielleicht müssen wir dann so zu dieser Adresse fahren oder was auch immer. Naja, wir werden es überleben. 58 Industrial Street. Sollen wir da mal als erstes hinfahren? Vielleicht wäre das genau die richtige Idee. Oder zur Marquis-Druckerei. Fahren wir erstmal zur Marquis-Druckerei. Marquis-Druckerei, Büro und Vertrieb. Aliso Street bei Ecke San Pedro. Komm, da fährst du mal eben hin. Lassen wir mal unseren alten, guten Partner Stefan Bekowski fahren. Der war übrigens einer der nettesten auf jeden Fall. Also einer der nettesten Partner, die wir ja bisher im Spiel hatten. Aber irgendwie will er nicht fahren. Er weigert sich. You know the way. You can drive. Warum rutscht nicht einfach eins durch, du olle Nuss? You're behind jetzt will er nicht einsteigen. Das ist auf jeden Fall manchmal ein wenig verbuggt beim guten L.A. Noir. Bei diesem schönen Spiel. Das mit dem Fahren funktioniert nicht immer. Little did she know her feminine charms were useless against the impenetrable Cole Phelps. She's not my type. And what is your type, Phelps? I'm married. I know that. But you're not blind or dead inside, are you? Wait, scrap that second half of the question. I don't know. Blondes, I guess. Hallelujah! The man is human after all. Now we're getting somewhere. Yep, I'm with you on the blondes. Brunettes are fine, too. And there's nothing wrong with a good redhead. But I draw the line at gray. You know what? I might have to lift that embargo soon in the interest of maintaining a fair market. Man with high standards. My standards are only as high as the last glass of whiskey. Ein interessantes Gespräch, das Cole Phelps und Stefan Bekowski hier geführt haben, über die Haarfarbe von Frauen. Und da kommt wieder eine Frage an euch. Welche Haarfarbe muss denn eine Frau haben, um euch bezürzen zu können? Vielleicht schreibt das mal in die Kommentare, würde mich freuen.